Guten Morgen. Herzliche Grüße aus der Christusgemeinde Kelowna. Wir freuen uns, dass wir von fern und nah bei uns heute hier mitfeiern. Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, und hat sich unsere Pastorin am Mittwoch einen kleinen Unfall zugezogen, hat sich den Knöchel verstaucht und die Schulter verstaucht und kann darum keinen Gottesdienst halten. Ich konnte kurzfristig einspringen. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus für die Fehler, die ich bestimmt mache. An der falschen Stelle stehen und das falsche Wort sehen. So, I apologize in advance, Esther. I'm going to make a bunch of mistakes. So, we'll just wing it. Wir wollen unsere Pastorin grüßen, die bestimmt im Livestream zuschaut. So, Roy hat das Mikrofon. Wir schicken ihr alle herzliche Grüße und gute Besserung. Alle schön laut miteinander. Herzliche Grüße und gute Besserung. Alle nochmal. Herzliche Grüße und gute Besserung. Und wir freuen uns, wenn sie bald wieder bei uns sein kann. Etwas Organisatorisches. Wir werden bis auf Weiteres die Gottesdienste auch im September um 10 Uhr halten. Abwechselnd einen Sonntag Deutsch, einen Sonntag Englisch. Also nur ein Gottesdienst. Pro Sonntag um 10 Uhr. Die nächsten zwei Wochen sind Englisch und ab da dann Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch. Also 29. August und 5. September Englisch, 12. September Deutsch, 19. Englisch, 26. Deutsch. To repeat in English, we are going to have one service per week at 10 o'clock, even going forwards into September. The next two are English and then it's German, English, German, English. So 29th of August is English, September 5th is English, and then the 12th will be German, and so on. One more thing while I'm in English. If you have not filled out our online offering survey, we have a few more copies outside in printed form. It's also available online. We are asking what we need to do going forwards with our online offerings. So that's things like live streaming, YouTube videos. We want to know who is watching these things, who is actually making use of them. Do people want us to continue doing this? It's a lot of work, which we are happy to do if that's what everybody wants. So please let us know what you think, what you use. So die Umfrage zu unseren Online-Angeboten, bitte, wenn Sie die noch nicht ausgefüllt haben, es gibt welche, also draußen im Vorraum haben wir noch welche ausgedruckte zum Ausfüllen, man kann es auch im Internet ausfüllen. Und wir wollen von jedem von Ihnen hören, wenn es auch nur ist, ich habe keinen Computer und ich schaue mir die Sachen nie an. Das müssen wir auch wissen. Ja? Also das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Wir tragen weiterhin Masken, wie Sie alle gut machen. Sie haben den Text der Lieder auf Ihrem Liedblatt. Bitte lassen Sie die Masken auf im Gottesdienst. Sie können leise mitsingen oder mitsummen. Mit dem Text, aber bitte auf jeden Fall mit Maske auf. Am Ende des Gottesdienstes verlassen wir die Kirche durch die Seitentür. Der Opferteller steht an einem kleinen Tisch vor der Tür für ihr Dankopfer. Lassen Sie uns jetzt unseren Gottesdienst beginnen mit unserem Eingangslied Danke für diesen guten Morgen. So, our hymn. Danke, dass ich all meine Sorgen
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasset uns gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Wir können uns aus eigener Kraft von unserem sündigen Wesen nicht erlösen. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Wir singen: Großer Gott, wir loben dich. Lasset uns beten. Heiliger Gott, dein Wort nährt dein Volk mit ewigem Leben. Leite unsere Entscheidungen und halte uns in deiner Wahrheit, damit wir das Falsche und Böse ablehnen können und in dir leben. Durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Retter und Herr. Amen. Wir setzen uns für die Lesungen. Erste Lesung, Psalm 34. Die Augen des Herrn merken auf dem Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen,
die zerbrochenes Herzen sind, und hilf denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Der Frevler wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Eine Lesung vom Propheten Josua. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine Obersten, Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach Josua zum ganzen Volk: So fürchtet nur den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Strom und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es aber euch nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wenn ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Strom, oder den Göttern der Amoriten, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und andere Götter dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus dem Knechtenschaft, und hat von unseren Augen diese großen Zeichen getan, uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gegangen sind, und unter allen Völkern, auch die wir gezogen sind, und hat ausgestoßen vor uns alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im Brief Paulus aus der Epheser. Die geistliche Waffenrüstung. Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an der Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen, gewaltigen, mit dem Herrn der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergrifft die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgerüttet in eure Lenden und Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und beschaut an den Füßen bereits für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergrifft das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt das Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Gottes Wort. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben wurde, wenn ich meinen Mund auftue,
freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Hier endet die Lesung. Halleluja! Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast das Wort ewiges Lebens. Halleluja! Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Buch Johannes im 6. Kapitel. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte Jesus in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das Evangelium Gottes. Wir bekennen unseren Glauben in den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen unser Predigtlied: In dir ist Freude in allem Leide. Thank you.
Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Herr. Amen. Unsere Predigt ist eine Predigt von unserer Pastorin, die sie mir geschickt hat. Und ich habe noch ein paar Kleinigkeiten dazu gegeben. Aber es ist also nicht meine Predigt, sondern ihre Predigt. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch der mich isst leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Was bedeutet das? Ich bin das Brot des Lebens. Seit frühesten Zeiten war das Brot für die Menschen sehr wichtig. Jede Kultur hat ihr Brot. Zum Beispiel Roggenbrot in Deutschland, knuspriges Brot in Frankreich, Biederbrot im Mittelmeerraum, ein saures, flaches Brot in Afrika. Das Wort Compagnon kommt aus dem Lateinischen. Com heißt mit und pan heißt Brot. Das heißt, dass ein Begleiter jemand ist, mit dem man sein Brot teilt. Ebenso war das Brot in biblischen Zeiten sehr wichtig. In der hebräischen Sprache ist das Wort für Brot Lechem dasselbe Wort als für Essen überhaupt und hat dieselbe Wortherkunft als das Wort für Leben, Lechaim. Der Ortsname Bethlehem besteht aus Bet, Haus, und Lechem, Brot. Denn in biblischen Zeiten war Bethlehem das Zentrum des Kornhandels, also das Brothaus. Oft war etwas Brot das Einzige, was es zu essen gab. Als Jesus eine hungrige Menge von 5000 Menschen vor sich hatte, fragten ihn die Jünger: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Jesus vermehrte die 5 Brote und 2 Fische eines kleinen Kindes und es gab genug für alle. Brot kann ganz für sich eine Mahlzeit sein. In Deutschland wird das Abendessen oft als Abendbrot bezeichnet. In der Schule hatten wir unser Pausenbrot. Und in Bayern gibt es sogar eine ganz eigene Mahlzeit dafür. Was in England Elevenses genannt wird, ist in Bayern die Brotzeit. Von meinem Vater hörte ich die Geschichte, wie Deutschland in den Nachkriegsjahren an Hunger litt und die Amerikaner wollten helfen und fragten, was am dringendsten nötig war. Die Deutschen sagten Korn, sie wollten Brot backen. Und die Amerikaner schickten Korn, Mais. Das war natürlich gar nicht zum Brotbacken zu gebrauchen. Heutzutage haben wir aber viel mehr Auswahl an Essen. Überall gibt es Geschäfte voll von Esswaren. Obst, Gemüse, Fleisch, Suppen, Dosen, tiefgefrorenes, Nudeln, Gebäck, Milch, Käse, Joghurt, Süßigkeiten und was auch immer. Viele Geschäfte sind rund um die Uhr geöffnet, sodass wir jederzeit einkaufen und essen können. Wie wichtig ist Brot für Sie? Was ist Ihr Lieblingsbrot? Wie viel Brot essen Sie? Oder haben Sie das Brot aus Diätgründen abgelehnt? Heutzutage ist es sehr modern, Kohlenhydrate wegzulassen, weil man dabei schneller abnehmen kann. Aber es gibt trotzdem nur wenige Menschen, die ganz ohne Brot leben. Und für viele von uns gibt es nichts Besseres als eine schöne Scheibe frisches Brot mit Butter oder etwas anderem drauf. Wenn sich Jesus als das Brot des Lebens beschreibt, konnten seine Zuhörer dieses Bild verstehen. Denn Brot war zentral in ihrem Leben. Aber sie hatten Schwierigkeiten damit, dass Jesus sich selbst als das Brot des Lebens beschrieb. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Die Menschen wollten Jesus nicht anerkennen oder glauben. Was will dieser Mann denn damit sagen? Denn es war den Juden verboten, Blut oder blutiges Fleisch zu essen. So fanden seine Zuhörer es unangenehm, daran zu denken. Jesus wollte aber, dass sie verstehen, was es heißt, seine Nachfolger zu sein. Das heißt, genau wie er sollen sie bereit sein, Nahrung für andere zu sein. Im 4. Kapitel des Johannes spricht Jesus ähnliche Worte zu der Frau aus Samarien, die er am Brunnen trifft. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde,
das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da sprach die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau war nicht spöttisch oder zynisch. Sie verstand die Worte Jesus sofort und fand darin die Worte der Heilung, die sie schon lange gesucht hatte. Sie konnte es kaum abwarten, bis sie allen anderen die gute Nachricht von Jesus erzählen konnte. Ähnlich reagieren auch die Jünger, als Jesus ihnen eine Herausforderung gibt. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hörst Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Obwohl es Petrus sicher nicht vollständig verstand, wusste er doch, nirgendwo und mit niemand anderem würde er die Worte des ewigen Lebens finden. Wie reagieren Sie auf die Worte Jesus? Sind Sie wie die Frau am Brunnen, die die Worte heilend fand, wie ein großes Glas Wasser an einem heißen Tag? Trinken Sie von dem Wasser und essen Sie von dem Brot oder spotten Sie und sagen, das ist nur der kleine Jesus vom Dorf, was weiß der denn schon? Wie soll er uns helfen können? Genau wie es heutzutage viele Geschäfte gibt für jeden Geschmack, gibt es auch viele, die geistliche Versprechen machen. In unserer heutigen Welt gibt es ungefähr 10 große Weltreligionen. Und das Christentum allein hat mindestens 200 verschiedene Konfessionen. Ganz abgesehen von den vielen Philosophien und Ideen, die keine Religion sind, aber doch Ansprüche auf Geistlichkeit erheben. Genauso wie man in ein Geschäft gehen und alles andere als gutes Brot oder nahrhaftes Essen kaufen kann, so ist es auch mit dem Glauben. Es gibt viele Stimmen, die um unsere Herzen und unseren Willen kämpfen. Und in den vielen Stimmen unserer Zeit ist es schwierig, die Stimme Gottes zu erkennen. Ähnlich wie mit den vielen Speisen unserer Zeit ist es manchmal schwierig, das nahrhafteste Essen für sich selbst auszusuchen. Heute aber kommen die Worte des Petrus, um uns darauf aufmerksam zu machen, was wir uns auswählen sollen. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus ist immer nur ein Gebet entfernt und bietet uns immer wieder das Brot des Lebens an. Ein feines Brot, das uns jeden Tag wieder sättigt, Tag ein und Tag aus, unser ganzes Leben lang. Und bei diesem Sättigen uns dazu bringt, Brot des Lebens für andere zu sein. Im Episteltext für diesen Sonntag spricht Paulus von der geistlichen Waffenrüstung, mit der man geschützt ist, um das Evangelium auszuleben und auszubreiten. Heutzutage sind Arbeiter und auch Sportler sehr gut ausgerüstet. Als ich Kind war, gab es gar keine Fahrradhelme. Heutzutage muss man in BC Strafe zahlen, wenn man ohne Helm beim Fahrradfahren erwischt wird. Pastorin Patricia schreibt, wie Sie vielleicht gehört haben, wollte ich am Mittwoch ein Bächlein überqueren und ich dachte, ich konnte einfach darüber hüpfen. Leider war das Bächlein breiter, als es aussah und ich nicht mehr so gelenkig, als ich mir dachte. So fiel ich hin, ein Fuß im Wasser, der andere verdreht und mein volles Gewicht auf die linke Schulter. Es ist ein Wunder, dass nichts gebrochen war, obwohl die Besserung einige Wochen dauern wird. Keine Ausrüstung hätte mir da geholfen. Denn die erste Ausrüstung ist die, wovon ich letzte Woche sprach, die Weisheit. Die Weisheit mit der Ausrüstung des Glaubens gibt uns den Mut, trotz aller Stimmen der Welt, die dagegen sprechen, Jesus zu folgen und die Fähigkeit, seine Mission in der Welt auszuleben, um Brot des Lebens für andere zu geben und zu sein. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Kein besseres Brot gibt es und kein anderes Brot kann dieses Brot ersetzen. Lasset uns voll und ganz in unserem Gott bleiben und lasset uns das ewige Brot füreinander werden und sein. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir singen unser Predigtlied, kommt mit Gaben und Lobgesang. Wir haben jetzt unser Dankopfer in dieser Zeit. Wir opfern uns Gott zu dieser Zeit. Uns zum Gebet. Wir beten. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Dein ist alles, was wir sind und haben. Nimm uns und unser alles als Zeichen unseres Dankes an zu deiner Ehre und segne sie zum Dienst der Liebe und der Gerechtigkeit für alle Menschen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Sprechen unser Fürbittengebet. Als Kinder und Erben für Gott, von Gottes Verheißung beten wir für die Kirche, die Welt und alle, die in Not sind. Gott des Mutes, segne alle Leiter deiner Kirche. Mache sie bereit, das Evangelium des Friedens zu verkünden und stärke sie, dein Wort der Liebe zu predigen. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der Schöpfung, segne die Felder und die Obstgärten, schütze das Land vor Dürre und schicke lebenbringenden Regen, um das Wachstum zu unterstützen und die Feuer zu löschen. Gib uns allen die Weisheit und den Mut, die Schöpfung, die du für alle deine Kreatur gegeben hast, besser zu pflegen und zu schützen. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der Gemeinschaft, segne alle die, die Gerechtigkeit zwischen Nationen und Völkern suchen.
Gib Führung denen, die Brücken bauen. Heile Spaltungen und bringe Zusammenarbeit in Zeiten der Krise. Besonders bitten wir heute für das Volk von Afghanistan, als sie vor einer unsicheren Zukunft stehen. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Gott des Mitleids, segne alle, die in Not sind. Begleite, die einsam sind und sich verlassen fühlen, und erinnere sie an deine bleibende Gegenwart. Begleite alle, die verfolgt und ausgebeutet sind, und mach uns offen für ihren Hilfeschrei. Wir denken besonders in dieser Zeit an Michael Spavor und Michael Kovrig und die Uiguren-Minorität in China. Mögen sie Mitleid und Gerechtigkeit finden. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott der Änderung, segne unsere Übergänge. Leite alle, für die eine neue Lebenszeit beginnt, sowie eine neue Arbeit, ein neues Schuljahr oder ein Umzug. Erhalte ihre Freundschaften und bring ihnen neue Verhältnisse und Interessen. Wir beten, Herr, erbarme dich. Gott des Trostes, segne alle, die um geliebte Menschen trauern. Wir danken dir für die Heiligen, die vor uns gegangen sind. Erneuere unseren Vertrauen an dein Versprechen der Auferstehung und das Leben in der kommenden Welt. Wir beten, Herr, erbarme dich. Nimm an diese Gebete, o Gott, und die in unseren Herzen, die nur dir bekannt sind, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten in den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns dabei waren und mit uns diesen Gottesdienst gefeiert haben. Eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Der Segen Gottes, der uns versorgt, der uns ernährt und der mit uns geht, segne uns jetzt und immer da. Amen. Wir singen unser Schlusslied. Danke, Dalle Gott. Thank you.
folget dem Herrn. Danke. Yeah.